Vatertag steht an. Bier, Bratwurst, Bollerwagen. Hier mit dem Beutelchen losgezogen. So war das früher bei mir auch. Witzigerweise in der Zeit, wo ich gar kein Vater war. Jetzt ist es eigentlich undenkbar. Jetzt verbringe ich eher lieber Zeit an dem Tag mit der Familie. Ich habe auch geschaut bei mir, wie viel brauche ich, wie viel Zeit brauche ich für den Beruf, wie viel Zeit möchte ich für die Familie haben. Und ich bin selbstständig und habe es jetzt zumindest geschafft, montags am Mittwoch keine abendlichen Vorträge zu haben. Das sind jetzt immer definitiv 3 freie Abende, mindestens auch zu diesen Zeiten, um etwas Struktur zu bekommen. Und ja, habe da genau hingeschaut. Und um hier aktiv zu werden, aktiv Vater zu sein. Und somit ist für mich jetzt eigentlich kein Vatertag, sondern Vaterjahr, weil ich immer genau hinschaue und einfach viel Zeit aktiv mit den Kindern verbringen will.